Mein Name ist Jutta Almendinge. Ich bin Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Mein Name ist Bertolt Vogel. Ich bin geschäftsführender Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts in Göttingen. Mein Name ist Thomas Wessel. Ich bin Personalvorstand und Arbeitsdirektor von Evonik Industries. Wenn wir den Blick auf die Zukunft der Arbeit richten, was können wir dann erwarten? Was dürfen wir hoffen? Arbeit bleibt ein sozialer Kreuzungspunkt, an dem sich Menschen begegnen. Arbeit und Betrieb sind Lernorte der Mitbestimmung und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Demokratie braucht diese Lernorte. Die Zukunft der Arbeit ist mehr als eine Digitalisierungsfrage. Es geht um Gemeinwohl, es geht um Solidarität. Eine krisenfeste Gesellschaft braucht starke öffentliche Güter für Gesundheit, für Bildung, für Mobilität und für Daseinsvorsorge. Und für all das brauchen wir engagierte junge Leute, die die Arbeitswelt von morgen gestalten. Die Pandemie zeigt uns mit Nachdruck, Generationengerechtigkeit ist das Thema der Zukunft. In der Krise beweist sich der Charakter. Das Zitat von Helmut Schmidt gilt noch immer, mehr denn je. Wir bei Evonik haben Charakter gezeigt, zusammengehalten, schnell und entschlossen die Abwehr der Pandemie organisiert und unsere Beschäftigten geschützt. Jetzt bereiten wir uns vor, damit wir Sie und Ihre Familien impfen können. Doch wir denken jetzt schon an die Zeit nach der Pandemie, bringen unsere Stärken danach weiter auf die Piste, starten mit Schwung in die wiederkehrende Normalität. Den Rahmen dafür bilden virtuelle, digital unterstützte Zusammenarbeit, flexible Arbeitsmöglichkeiten, nachhaltige und zeitgemäße Lösungen sowie achtsame und innovative Führung. Mit unserem weltweiten Projekt #SmartWork evaluieren wir die Zukunft der Arbeit ganzheitlich. Denn es geht um virtuelle und mobile Lösungen, die individuell möglichst gut passen, nicht um one size fits all. Transformationen sind vielseitig. Wir machen uns gemeinsam auf. Gelingt das, sind Krisen nicht nur Entwicklungsbeschleuniger, sondern auch gesamtgesellschaftliche Chance. Wenn ich an die Zukunft der Arbeit, die Kommission zurückdenke, das mache ich gerne und gleichzeitig sind die schlimmsten Befürchtungen, die wir hatten, wahrgekommen. Insbesondere natürlich, was die unzureichende Digitalisierung unseres Unterrichts betrifft. An Schulen, aber auch an Hochschulen. Und dadurch haben wir viele Kinder verloren. Wir haben die Bildungsarmut erhöht und müssen dringend daran gehen. Nicht mit langfristigen, sondern mit kurzfristigen und langfristigen Programmen. Und wir haben damit unseren jungen Müttern, insbesondere den alleinerziehenden Müttern, massiv geschadet. Sie haben viel Zeit verloren, sie haben Boden verloren. Und den wieder gut zu machen, dafür braucht es Programme. Und wir müssen uns jetzt aufstellen für eine Digitalisierung unserer Arbeitswelt, für Weiterbildung. Und das Wort ist eigentlich falsch. Viele Personen müssen wir umschulen. Wir müssen auf die Personen zugehen, dafür werben, um sie auszustatten für die Arbeit der Zukunft. Bildungspolitik ist die beste Sozialpolitik und die beste Arbeitsmarktpolitik.